Wir schaffen das! Können wir es schaffen? Ja, wir schaffen's! Oder so ähnlich. Servus, Gary mal wieder da. Wir spielen jetzt mal eine etwas neuere Simulation, und zwar Spin Tires, und das ist so ein Offroad-Spiel. Und da musst du mit dem Auto fahren und musst halt schauen, dass du nicht stecken bleibst und so ein Scheiß und musst halt irgendwo irgendwas liefern, aber ich habe das nicht gefunden bis jetzt, ich bin zu doof, das wisst ihr ja alle. So, ich würde dann sagen, wir fahren mal ein bisschen durch die Gegend, das ist wirklich ein super, super Spiel, das hat auch super geile Grafik, hoppala, das ist laut, hat auch super Physik, also das ist mal eine Simulation, die wirklich Spaß macht. Wieso fasst du jetzt nicht? Also die Break ist an. Wieso? Und es ist alles realistisch hier nachgemacht. Also auch der Boden und so. Also, das ist super. Schau mal, wie das wackelt. Oh, ja. Ich mag, wenn der Arsch wackelt. Ich stehe drauf. So, wir schauen jetzt hier mal direkt, ob wir da über den Fluss drüber kommen. Das ist hier wirklich gar nicht so leicht. Es gibt auch realistischen Reifendruck. Ich habe auch einen mega, mega Druck in meine Eier, aber da kann ich. Habe ich das jetzt gesagt? Hoppala. Ihr wisst, was ich meine. So, schauen wir mal, ob wir da jetzt über den Fluss kommen. Oh ja. Oh, oh, da bin ich ja ganz tief drin im Wasser. Ah ja. Komm schon, raus da, raus da. Ich mag nicht ins Wasser. Ich mag kein Wasser. Oh, Scheiße. Jetzt hängen wir. Es passiert ganz, ganz oft hier in diesem fucking Spiel, dass man ganz oft hängt. Jetzt komm schon. Raus. Ich will hier raus. Scheiße, ich hänge schon. Super geil. Ich hänge jetzt schon. Was ist denn eigentlich eine Winch? Ich weiß es nicht. Da steht Winch da unten. Ich habe das nie angekriegt. Ich habe alle Tasten gedrückt. Ich weiß nicht, was das ist. Jetzt komm schon, du blöder Truck. Wir kommen da schon raus. Ja, 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 jetzt habe ich es. Ich hab's, ich hab's. Ja, ich hab's. Ich bin ein Wahnsinn, Leute. Ich bin der Beste. Komm schon, ja, ja. Ja, ja, super. Mann, bin ich gut. Aber ihr seht halt da schon ordentlich, dass es da richtig viel, viel Matsch ist. Schaut mal am Boden hier. Also, das haben sie schon geil gemacht. Also, wenn ihr ein Offroad-Fan seid, dann ist das das richtige Spiel für euch, meine Freunde. Das ist nämlich ein Wahnsinn. Ihr könnt hier nämlich nie so schnell fahren, aber dafür könnt ihr halt hier, kann man das auch umfahren. Ja, man kann auch Bäume umfahren. Man kann die Bäume kaputt machen. Das ist super geil. So, hoppala. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, die ist ein bisschen eigenwillig, aber das ist schon okay. So, wir fahren jetzt mal. Was, 13 Damage, willst mich verarschen, das habe ich nicht gemacht. Wir gehen jetzt mal meinen Lever abholen, der ist da hinten im Wald drin. Ich hab, der hat scheißen müssen, ich habe ihn da rausgelassen und hat gemeint, ich soll ein Klopapier bringen. Ich habe gesagt, wasch da halt den Arsch ab, mit die Blätter, oder? Das macht man halt so im Freien, weißt du? Dann nimmst du halt ein Blatt und wischst damit den Arsch ab. Ist doch nichts dabei. Und er, nein, ich brauche Klopapier. Und deswegen bin ich jetzt hier um die halbe Welt wieder gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Muss ich da vorne rüber? Das schaut hier irgendwie gefährlich aus. Das schaut hier wirklich gefährlich aus. Gut, schauen wir uns das mal an hier. Oh Mann, oh Mann. Also für Offroad-Freunde ist das ein Wahnsinn. Super, super geil. Also ich schaue nicht, dass ich da ins Wasser reingehe. Was ist denn das? Ist das ein schwarzer Orkan oder was? Hallo? Was ist denn das? Das schaut ein bisschen strange aus. Genauso wie mein Mathelehrer damals. Der war auch sehr strange. Aber er hat ein langes Ding gehabt. Ja. Oh meine Güte. Der Mathelehrer hat ein langes, langes Rohr gehabt. Das hat mir gut gefallen an ihm. Ich hoffe, keiner von damals schaut zu, weil dann weiß er, was da abgegangen ist in der Pause. Dafür habe ich immer gute Noten gekriegt, weil ich gut gesagt habe. So, komm. Ach du Scheiße, ich glaube, da komme ich nicht mehr raus. Komm schon, komm schon, komm schon, wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, 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 wir schaffen das. Wir schaffen das! Können wir es schaffen? Ja, wir schaffen's. Oder so ähnlich. Komm schon! Oh ja, Gary durch den Matsch, wunderschön. Gary bohrt sich durch den Matsch. Ja, das habe ich eh schon öfter mal gemacht. Nur weil die Schweine sich hinten nicht geputzt haben. So, komm schon. Jawohl, yes. Aber da hinten schaut es auch nicht besser aus, schaut mal. Warte mal, ich bleibe mal nicht auf der Piste. Ich gehe mal hier ein bisschen ins Grüne. Ist doch viel besser hier. Bisschen abkürzen. So, hoppala.
Da muss ich nicht in den Mega-Matsch hinein, weil hier ist kein Matsch. Das ist super. Eigentlich hat man hier ja ein bisschen Missionen zu erfüllen, aber ich bin zu blöd dafür. Wie gesagt, ich gehe jetzt an meinen Lover das Klopapier bringen, aber ich weiß nicht, wo er war. Oh, hier kann man sogar ein bisschen schneller fahren. Das ist ja super. Yay! Also ich muss sagen, das Spiel macht Spaß. Oh, jetzt geht's hier wieder voll in den Gatsch rein. Ach du Scheiße, schaut mal. Bist du deppert. Meine Güte, so viel Gatsch. Scheiße. Komm schon, dann kommen wir schon raus wieder. Da kommen wir schon raus. Langsam, nicht so viel durchdrehen mit den Reifen. Okay, okay, ich glaube, das bringt sich nichts. Ein bisschen nach rechts. Komm schon, ein bisschen nach links. Komm schon. Ne, da baue ich mir dann noch eine größere Grube. Aber es geht langsam voran, Leute. Schau. Boah, Mann, Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Schaut euch das mal an hier. Also, hammergeil. Ich finde das Spiel super. Kauft euch, Leute. Das gibt es bei Steam für 20 Euro. Oder auch im Gameladen. Da, wo ich es mir immer kaufe. So, also ich komme hier nicht mehr voran. Nein, kann ich vielleicht rückwärts? Rückwärts! Komm schon! Ja, rückwärts geht's. Rückwärts geht's. War auch nur ganz wenig. Komm schon, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das. Komm. Komm, 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 komm. Komm schon. Meine Güte, wie oft muss ich dich noch jetzt einfallen, dass man endlich rauskommst da aus dem scheiß Gatsch. Schau mal, wie die Reifen da durchdrehen im Gatsch. Das ist ja Wahnsinn. Also ich muss sagen, das ist schon schön gemacht. Wenn man ein Freund des Gatsches ist. Komm schon. Ja, ja, langsam, 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 komm. Komm. Komm schon. Ich drücke schon so fest. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht in die Hosen scheiße für lauter schnell, für lauter drücken. Das passiert nämlich auch ganz schnell. Ich bin mit dem ganzen Körper dabei und dann drücke ich und drücke ich und dann scheiße ich mir in die Hosen. Das ist natürlich nicht so schön. Das ist mir schon mal passiert im Club. Und da habe ich was anderes gedrückt. Jetzt komm schon. Oh Mann. Also ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus, oder was sagt sie? Nein, wir kommen hier nicht mehr raus. Ich glaube, wir schaffen es hier nicht mehr raus. Nee, aber jetzt möchte ich noch mal ganz kurz probieren. Mit dem kleinen Trakt zu fahren. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss man andere Ding haben, eine andere Map. Ich glaube, das war hier Coast, kann das sein? Mal schauen hier. Dann hat man immer andere Fahrzeuge und ich möchte mit dem kleinen. Ja, hier mit dem kleinen fahren, das ist super. Ja, das ist cool. Das macht Spaß mit dem kleinen. Das ist wenigstens ein bisschen schneller, weißt du? Oh, jetzt haben wir es Nacht auch noch. Wir fahren bei Nacht, gerne bei Nacht. Das ist natürlich super geil. So, mit dem kannst du hier halt wenigstens ein bisschen schneller durch die Gegend fahren. All Wheels macht man natürlich an. So, und jetzt geht's ab hier. Das ist super, das gefällt mir. Das ist wenigstens ein bisschen Geschwindigkeit dabei, weißt du? Ich meine, das fährt zwar immer irgendwie links, rechts die ganze Zeit und er haut sich da durch die Gegend, aber schon ordentlich durchgeschüttelt. Aber das bin ich ja schon gewohnt vom Swingerclub, ne? Du wirst auch ordentlich durchgeschüttelt. Und dann passt es eigentlich. Hoppala. So, wir bleiben mal hier, nicht auf diesem Pfad. Wir gehen jetzt hier mal darüber. Und schauen, was da ist. In der Kameraperspektive müssen wir ein bisschen arbeiten. Hoppala, das ist ja gar nichts. Na gut, bleiben wir lieber auf den großen Hauptwege. Komm, zurück hier. Rückwärts! Verdammte Scheiße! So. Dann machen wir hier einen kleinen Dreher. Ja? Aber ich muss sagen, das schaut auch super geil aus, das Spiel. Also super Engine. Super Match. Schaut mal, wow. Also das gibt's sonst nirgends, außer in diesem Spiel halt. Das ist Wahnsinn. Da kann man auch Licht anmachen. Schaut mal, das ist ein bisschen übertrieben, aber macht ja nichts. Macht alles ein bisschen zu hell. Das wäre ich ein Alien, du. Kennt ihr das Lied? I'm an alien. I'm a little alien. Na na na. Na 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 na. Ich finde das super geil. So, wir fahren ein bisschen durch den Matsch. Und das gefällt mir. Es ist ja nicht so actionreich hier, oder? Aber das macht halt nichts. Wenn man ein Matschfreund ist, so wie ich, ist das schon super geil. Aber das Auto, das fährt auch hin, wo es möchte. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir bohren uns halt den Weg durch den Matsch. Aber jetzt sieht man halt leider nicht so viel auf nach. Oh, da ist was.
Was leuchtet da rechts? Schatz, was ist denn das? Hallo, was ist da? Was leuchtet denn das? Also mit deinem Pandoria oder was? Schaut mal, das schaut ja aus wie bei Avatar. Ist ja super geil. Oh, da vorne haben wir ein Haus. Hallo, da haben wir eine Hütte. Hi. Oh, jetzt haben wir ein Type irgendwas anlagt. Ein Type C, keine Ahnung was. Ich weiß aber allerdings nicht, wie man mit Autos. Wie man Autos wechselt oder so. Ich hab da keine Ahnung. Ist hier jemand zu Hause? Boah, scheiße. Wir hatten da jetzt. Boah. Wow. Schaut mal, rot leuchtende Pflanzen und blaue. Wir sind da echt irgendwo nicht. Also wir sind nicht auf der Welt. Das glaube ich nicht. Wir sind wie Outer Space. Das ist ja ein Wahnsinn. Why? Sehen wir das schon durchs Wasser durch? Ja, komm! Mann, ich sag nicht, dass ich jetzt stehen bleibe. Das passiert nämlich hier ganz schnell. Ja, was ist denn da jetzt? Meine Güte, geh mir nicht auf die Eier. Überall Damage. Lass mich doch in Ruhe. Ich bin froh, wenn ich hier überhaupt irgendwie hinkomme. Hoppala. Kann ich da sicher irgendwie einsteigen, aussteigen? Das andere Auto? Nein. Also ich wüsste nicht wie. Okay, warte mal, ich habe da doch jetzt Holz, oder? Da war irgendwo Plumber. Ja, jetzt fahr raus da! Ach meine Güte! Das Spiel macht nicht so viel Spaß, wenn man eine Scheiße bauen will. Ja, ich komme da nicht raus. Scheiße, jetzt stecke ich hier im Wald, oder was? Ah, geht. Geht doch. Da komme ich an dem Scheiß da vorbei. Ah, ich habe all wieder aufgehabt. Das ist kein Wunder dann. Oh, man hat sogar einen realistischen Schaden. Da ist Lamba. Den kann ich da jetzt nehmen, oder? Oh, der ist ein blöder. Ah, der ist ein scheiß Baum. Scheiße, jetzt hänge ich, glaube ich. Fuck! Nein! Jetzt kommt er nicht mehr raus. Scheiße. Jetzt geht's nicht vor und nicht zurück. Tja, das passiert leider ganz schnell. Gut, dann schauen wir jetzt hin, dass wir nochmal mit einem anderen Ding fahren. Auf einer anderen Map. Wartet mal. Wir fahren jetzt. Der River. Der River ist super geil. Und das kann ich denn da fahren? So, okay. Aha, da fahre ich jetzt mit dem hier. Es ist ja immer Zufall, mit was man fährt, oder? Mit dem bin ich jetzt noch gar nicht gefahren. Mit dem Teil hier. Ach, das macht. Es ist ja komisch. Das, ich komme nicht mal da drüber, willst mich verarschen? Hallo? Ist das ein Witz oder was? Ich komme nicht mal da drüber. Hallo, bist du deppert? Der hat auch nur Hinterrad. Na. Da hat nur Hinterradantrieb. Das ist natürlich scheiße hier bei Offroad. Super, da kommst du. Nee. Da muss ich was bauen. Wartet mal, man kann nämlich da was basteln. So, wartet. So, Tractor installed. Oh. Oh, position the truck properly. Okay, so. Change Wheels. Das brauche ich. Carriage. Oh. Was habe ich denn da jetzt hinten dran? Ach du Scheiße! Schaut mal, was ich da hinten dran habe. Ich glaube, damit komme ich nicht weit. Jetzt habe ich wenigstens Ketten auf den Reifen. Was sich allerdings wieder überhaupt nichts bringt, weil ich nicht mal über den kleinen Hügel da drüber komme, verdammte Scheiße. Wollte mich verarschen hier. Du kommst du überhaupt nicht weit mit diesem Scheißauto. Komm schon. Komm. Meine Güte.
mich jetzt verarschen, oder? Schaut euch das an hier. Mit dem kommst du überhaupt nicht weit. So, ich brauch den Scheiß nicht. Runter damit. So, runter damit. Ich will jetzt hier so irgendwas anderes haben. Da, das da will ich haben. Okay, nee, ich brauch gar nichts eigentlich. Scheiß drauf, ich brauch gar nichts. Ich komme nicht mal so weit. Meine Güte, mit dem kannst du den Scheißdreck zusammenfahren, ey. Ja, komm. Versuchen wir es halt hier über rechts ein bisschen. Du musst echt schauen, wie du fährst, damit du weiterkommst. Ja, super, jetzt hänge ich schon wieder. Ey, du willst mich doch natzen hier. Mit dem Scheißding kommst du nirgends weit. Also ich könnte diesen Job nicht ausüben. Nein. Ganz und gar nicht. Schaut mal. Jetzt komme ich weiter. Jawohl, jetzt. Yes. So, ab ins Wasser. Bin nämlich eine Wasserratte. So, komm schon. Ja, yeah, ab ins Wasser. Ich glaube, das war's dann eh, wenn ich im Wasser bin. Oh nein, man kann sogar im Wasser nachfahren. Das ist super. Ich glaube, jetzt war es aber. Ja, auf Dauer ist es jetzt nicht so spannend. Außer man ist wirklich ein riesengroßer Offroad-Freund. Dann kann man das spielen. Aber mir macht das nicht so viel Spaß jetzt. Hin und wieder mal ganz witzig, wenn ein langweilig ist. Schaut mal, jetzt hänge ich schon wieder hier im Wasser. Jetzt hänge ich hier schon wieder. Und kann nichts machen. Bella. Danger des Waterlevel, halt die Gosch. Jetzt bin ich komplett im Wasser drin. Da blubbert es auch noch schön. Der Reifen drin durch, wäre super, da kommst du nicht mehr raus. Nein. Da kommst du auf alle Fälle nicht mehr raus. Na gut, Leute, das war's dann auch schon. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Aber ich habe es euch mal kurz gezeigt. Ist ein super geiles Offroad-Simulationsspiel. Wenn ihr Bock drauf habt, dann spielt's. Gerne das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.